Stolovalova. Mr. Summer 1994 in Hamburg, das war so der Einstieg in die Modelzeit, diese Partyszene, diese Drogenzeit, dieser Alkohol, wo es kein Tag und Nacht gab, sondern eine Party auch mal 2 Nächte oder 3 Nächte durchgehen konnte. Es war schon eine spannende Zeit. Das ist Teil dessen, was ich jetzt bin. Im Juni 1998 wurde Bodo Jansen von einem Freund in eine Falle gelockt und entführt. Die Entführer verlangten 10 Millionen Mark Lösegeld. Ja, die Entführung war darauf ausgelegt, dass ich sie nicht überlebe. Das war geplant, dass ich sterben soll. Wir haben von Anfang an eine akute Lebensgefahr angenommen. Dann wurde Bodo entgegen der Absprache nicht freigelassen. Um den Druck zu erhöhen, bedrohten die Entführer Bodo Jansen mit Scheinhinrichtungen. Und das ist mir gerade bei der letzten Scheinhinrichtung so bewusst geworden, als mir Tabletten hingeworfen worden sind und mir gesagt wurde, nimm die, dann schläfst du ein und den Rest machen wir in der Badewanne. Da habe ich die Tabletten genommen und habe mich ja bewusst jetzt verabschiedet, nochmal wieder von meinem Leben. Und ich konnte mich von allem verabschieden. Wovon ich mich nicht verabschieden konnte, waren die Gedanken. Die waren einfach da. Die eigene Wahrheit, der innere Kompass, die eigene Würde, dass das genau das ist, was wir als Seele bezeichnen. Im letzten Moment gelang es der Polizei, das Versteck zu finden und Bodo Jansen zu befreien. Als 2007 der Vater unseres Preisträgers mit seinem Privatflugzeug verunglückte, übernahm der Sohn die Hotelkette Upstyle Spoon. Eine Mitarbeiterbefragung vor 8 Jahren zog ihm dann komplett den Boden unter den Füßen weg. Die Unzufriedenheit ließ sich in einem Satz zusammenfassen. Wir brauchen einen anderen Chef. In dieser Krisensituation verabschiedete sich unser Preisträger ins Kloster, weil er spürte, dass er etwas ändern musste. Im Kloster ging es dann darum, sich selbst zu führen. Und die Frage ist ja, wenn es darum geht, sich selbst zu führen, die Frage, wohin führe ich mich? Was ist meine Sehnsucht? Was sind meine Talente? Also es ging darum, sich selbst zu erkennen. Und Anselm Grün beschrieb damals die Situation, dass es darum geht, aus einer Wunde eine Perle zu machen, wie so bei einer Auster. Wenn ich das zusammenfasse, dann darf ich wirklich sagen, dass dadurch, dass mir Menschen mein Leben nehmen wollten, sie mir mein tatsächliches Leben geschenkt haben. Ab dem Moment habe ich das gesamte Unternehmen auf den Kopf gestellt. Da habe ich nämlich für mich erklärt, als freiwillige Selbstverpflichtung, dass ich als Mensch und Unternehmer Mittel zum Zweck Menschenerfolg bin. Also es für mich darum geht, Menschen zu stärken. Das ist mein Auftrag, das ist meine Aufgabe. Ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann, aber ich weiß, dass ich als Mensch und Unternehmer meinen Teil dazu beitragen kann, dass Menschen für sich genau das finden, seitdem ich mich als Mittel zum Zweck dafür sehe, ich mich oder das Unternehmen als Mittel zum Zweck Menschenerfolg sehe, ich mich als Mensch sehe, der anderen Menschen dabei hilft, sich ihrer selbst bewusster zu werden, sich ihrer Würde bewusster zu werden, ihnen die Möglichkeit gebe, sich mit ihrer Persönlichkeit auch in das Unternehmen einzubringen. Seitdem erleben wir ganz wundervolle Dinge. Das ist kaum in Worte zu fassen, was wir dort erleben. Die Tara in der Kategorie Wirtschaft geht an Bodo Jansen.